Spiel 2. Hallo Joko und Glas, ihr Senderverräter. Als ich mitbekommen habe, dass ihr gegen meinen Heimatsender antret, bin ich erstmal fuchsteufelswild geworden, in den Wald gerannt und habe ordentlich rumgeschrien. So wütend war ich. Naja, ich erkläre euch mal die Aufgabe. Und zwar werdet ihr in verschiedenen Etappen beschleunigt und ihr müsst raten, wie schnell ihr denn seid. Es kann ja passieren, dass ihr irgendwo dagegen ballert oder andere unschöne Dinge passieren. Deswegen wünsche ich euch sehr, sehr viel Vergnügen und gutes Überleben, ihr kleinen Mäuse. Tschüss. Wie schnell war das eigentlich? Spiel 2 nennt sich Wie schnell war das eigentlich? Und ihr müsst jetzt in 5 Runden, Max hat es kurz gesagt, auf verschiedenste Weise Geschwindigkeiten einschätzen. Dabei dürft ihr insgesamt maximal 15 Kilometer daneben, Stundenkilometer daneben liegen. Das heißt, pro Runde 15 rechnen, Stundenkilometer daneben liegen. Pro Runde rechnen wir immer zusammen, wie viel ihr daneben gelegen habt. Ein Beispiel, richtig wären gewesen zum Beispiel 10 km/h, ihr habt 8 km/h gesagt. Das heißt, ich schreibe euch 2 km/h schlecht. Ja, ist okay. Gut, wir sind konzentriert. Ich merke das. Wir gehen zu Runde 1. Will ich zuhören, weil das klingt ein bisschen kompliziert so. Aber es ist ganz einfach. Wir kommen zum Laufband und das Laufband beschleunigt jetzt auf eine bestimmte Geschwindigkeit und ihr müsst mir sagen, wie schnell dieses Laufband ist. Wie ihr das testet und herausfindet, das ist komplett euch überlassen. Aber es bleibt jetzt an einer, du sagst, wenn die Part hochgepedert ist, genau. Und dann ist das so, bleibt das dann? Das bleibt so, in der Geschwindigkeit. Das wird ja immer schneller, also ist noch nicht fertig. Nee, ist noch nicht. Und jetzt ist es da. Hast du die Maschine langsam kommen lassen erstmal? Ich habe sie langsam kommen lassen. Und das können wir jetzt vom, also ich kann das, da muss ich nicht drauf. Das kann ich sehend einschätzen. Okay, dann sag doch mal. Aber das wird doch immer noch schneller, der Sound verändert sich doch gerade noch. Es läuft jetzt einfach rum. Jetzt läuft's, okay. Soll ich das mal probieren? Ich leg mich doch auf jeden Fall. Ey, Schlaß, pass auf, wirklich. Also, ja, aber Herrgott, das ist eine Fernsehshow. Wir sind doch hier, also man will doch, dass ich das jetzt einfach mache. Ich glaube, es hilft mir auch. Ihr müsst doch nur einig werden, ne? Ihr müsst mir dann einen Wert sagen. Jetzt ernsthaft mal, also jetzt ohne Quatsch, also irgendwie bin ich auf so eine komische Art neugierig, wie es ist, wenn man da drauf geht. Ja. Aber das ist wirklich schwer, ne? Wenn das so schnell ist, und das ist schnell. Yeah. Also du musst richtig Gas geben. Halt dich fest. Ich komme hier nicht mehr runter. Hilf ihm. An die Seite. Nein, nein, oh. So, und jetzt langsam wieder zurückkommen. Das war schön, aber wie schnell ist es denn? Na, ich würde sagen so... Nee, Joko, nicht du, bitte nicht. Joko, lass es nicht. Er will Angst vom Notarzt. Oh. Ich würde es, ich weiß ungefähr. Geh mal, komm mal runter. Ja, aber wir müssen uns einmal kurz beratschlagen. Sag jetzt nicht einfach irgendwas. Nein, bist du irre? Bist du wahnsinnig? Weißt du? 25 Stundenkilometer. Nein. Doch, wenn man so schnell läuft, so wie in der 30er-Zone. Ich habe 25 Stundenkilometer gesagt. Ja, nein. Ich habe es einfach nur laut gesagt. Niemals. Okay. Das ist irgendwas. Aber wir können euch gern zusammenraten. Ey, bist du doof? Das ist auf keinen Fall 11. Das sagen zwei Hochleistungssportler, die ständig laufen gehen. 18 von 25. Eine 30er-Zone, wenn du da so durchpäst, da beschweren sich die Leute aber. Also ich habe 11 gesagt. Du bist der Ältere und Weisere von uns beiden. Ich bin der Jüngere und Weisere. Dümmere. Ja. Aber ich würde 18, wenn wir uns auf 18, wenn wir uns einen... Nee, aber einigt ihr euch auf 18? Ja, oder? Tun wir das? Lass 2 weniger machen, bitte. 16. Okay. Das ist wie bei, geh aufs Ganze früher. Nee, aber weil ich glaube, es ist eher nah Tor an 2. Als nah an 20. Lass uns 2 weniger machen, bitte. Wie viel? 16. Ja, 16 ist okay. 16 Stundenkilometer, sagt ihr? 16. 16 km/h ist die Antwort von Joko und Klaas und richtig ist 17. 17 km/h. Also wäre es egal gewesen. Ja. Egal in welche Richtung. Nur 1 km/h, den ziehen wir euch sozusagen ab. Von den 15 habt ihr nur noch 14 km/h Karenzzeit sozusagen. Wie schnell war das eigentlich? Die erste Runde haben die beiden bewerkstelligt und jetzt kommen wir zur Runde Nummer 2.
Da freue ich mich sehr drauf. Kommt bitte hier rüber. Wir haben eine kleine Bahn aufgebaut. Was ihr jetzt bitte machen müsst, ist, euch mit dem Kopf seitlich auf das Kissen zu legen, sodass das Gesicht in die Richtung guckt. Klaas, mach das ruhig hier und Joko auf der anderen Seite. Weil die Fläche, die mir ins Gesicht fährt, größer ist, oder was? Ja. Knallt uns das? Ja, klar. Ne? Ja, wolltest du gerade fragen, ob es ins Gesicht fährt? Ja, das sind halt so rhetorische Fragen. Stell dir einfach gerne. Gerne. Dann sehe ich es natürlich schlechter kommen, aber macht nichts. Ich kann dir ja Bescheid sagen. Vielleicht. Man kann ja sein Ohr so auf die Schienen legen, so wie ein Indianer, um zu gucken, ob da noch ein Zug kommt. Ne? Ja, also ich glaube, kann ja heute sagen, kommt einer. Oder ja. Hör mal. Warte. Kommt einer? Ich höre noch nichts. Also du musst ein bisschen mehr, also vom Kissen, ich möchte mehr Gesicht. Was? So. Ja? Mehr Gesicht, weniger Kissen. So. Klarst du auch bitte? Hey, Steve. Ich weiß, dass alles Miniatur ist, aber ich habe da so ein bisschen so Angst. Wir haben das getestet. Ja, okay, na gut, komm. Genau. Jetzt, so. Tut das doll weh? Wenn was passiert, wir haben ja einen Joko-Dubel im Publikum sitzen. So, gut. Also. Oh, ich hab Schiss. Ich glaube, die Aufgabenstellung ist relativ einfach, Joko und Klaas. Ihr müsst gleich einschätzen, mit was für einer Geschwindigkeit ich euch in die Fresse baller. Gut. Also ich teste mal, guck mal. Aber, oh, Alter. Oh. Alles gut? Alles gut? Echt? Warum bremst du bei ihm ab? Nein, weil ich jetzt gegen ihn fahre. Wir zeigen das nochmal, das war nicht so schlimm. Du hast sie ja geküsst. Du hast die Lok geküsst. Aber muss ich das jetzt schon einschätzen hier? Nein, ich fahre ja mehrmals hin und her. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Doch. Dieses ganze Spiel ist scheiße. Für mich macht das total Sinn. Ich will das verlieren. Für mich macht das total Sinn. Ich denke so oft in meinem Leben, dass das dümmste, was ich je gemacht habe. Ja, aber es kommt immer noch einer drauf. So, jetzt bin ich wieder Lokomotivführer. Hau ab. Und es geht los. Oh, Alter. Ah! Aber man kann... Oh, aua. Nee, ich kann. Nein, es tut mir wirklich leid. Das ist wirklich. Nein, nein, das. Nein, das. Nicht mehr machen. Nein, nein, das ist wirklich. Es tut mir leid, dass ich so schnell war, aber ich muss es. Also, Steven. Ihr solltet einschätzen, wie schnell die Lok fährt. Wollt ihr nochmal? Und Schatz, wie war dein Tag so? Auch mir ist heute eine Lok in die Fresse gefahren. Das kann man in keinem mehr erzählen, dass das hier Arbeit ist, wirklich. So, also, du musst uns kurz beraten. Ich weiß. Du hast wahrscheinlich wieder irgendwas Hohes und nicht etwas Niedriges. Wir sollten uns in der Mitte treffen. Gib dir mal deine Brille. Das ist 0,8 km/h. Ui. Nee, mehr. Doch. Mehr. Nur glatte Zahlen, keine Kommata. Ach so, 1 km/h. Nein. Nee. Guck mal hier. Nee. Das ist wesentlich mehr, Klaas. Ja, gut, das stimmt. Das sind eher so 6, 7 irgendwas. 6? Ich würde sagen 6 km/h. Und du, Klaas? 2. Also ja gut, dann sagen wir in der Mitte, oder was? Wir sagen 4 km/h. Ihr sagt 4 km/h? Meine Damen und Herren, es sind 4 km/h! Wow! Punktlandung! Klausi! Guter Tag, also es war gar nicht so schlimm. Habt ihr gut eingeschätzt? Ja, Habt ihr gut eingeschätzt? Ich wollte euch nicht wehtun. Kommen wir zur Runde 3. Also ihr habt wir spielen das nur eine Runde. Sehr gut. Wir können es auch nochmal spielen. Nee, alles gut. Gut, wir kommen jetzt hierher zu unserem Seilzug. Joko, du legst dich bitte auf diese Seite, ziehst diesen Sicherheitsschuh an und Klaas auf die andere Seite, ziehst diesen Sicherheitsschuh an. Ich erkläre euch kurz, worum es geht, aber ihr könnt das sicherlich einschätzen. Wir ziehen euch an diesem Seilzug durchs Studio und ihr müsst einschätzen, wie schnell... Nicht stehen. Oh Gott. So. Legt euch bitte auf den Rücken. Nicht mit den Händen bremsen, weil das praktisch wie eine Rutsche, nur ebenerdig. Das kann wirklich Verbrennung hervorrufen. Leg dich mal hin. Aber die Arme auch noch so, oder? Ja, Arme so. Schützt ihr euch. Ihr habt sie doch wirklich nicht mehr alle. Schützt euch. Haltet den Kopf hoch, weil das wird relativ schnell. Ich sag nicht, wie schnell, weil ihr müsst das ja schätzen. Oh nein, bitte hör auf damit. Nur ganz kurz. Ja. Du kennst das Codewort, Ivo. Alabama heißt Feierabend, okay? Ivo, du kannst jetzt entsichern und auf das Tröten geht's los. Bitte haltet euch fest, Kopf hoch. Und los geht's. Das
seid so blöd, ey. Das ist euer Humor, ne? Hab ich eine Angst jetzt? Ich kann euch nichts tun. Ich möchte euch nicht wehtun. Ich warte da vorne. Wir müssen ihr könnt ja auf dem Weg da hinten hin euch überlegen, wie schnell ihr seid. Komm, wir reden jetzt. Was soll ich dir denn? Diese Verarscherei muss aufhören. Für Sie zu Hause, falls Sie gerade eingeschaltet haben, es bewegt sich wirklich. Ich habe ja gedacht, mit der Sendung ist Schluss mit dem ganzen Quatsch. Es geht halt hier weiter. Aber es ist ganz entspannt. Ich sag mal so, Stress auf der Arbeit sieht anders aus. Aber habt ihr denn schon eine Idee, wie schnell ihr sein könntet? Wenn ihr hier Stress überlege ich mir da hinten im letzten Drittel, okay? Ja. Ich sehe das hier noch als so eine Art Freizeit gerade. Oh. Nicht einschlafen. Aber können wir nicht Werbung machen? Ich habe das Gefühl, bei der halben Stunde Werbung, die wir jetzt machen würden... Also ich hätte gerne, wir hätten gerne zwei Kännchen Kaffee, bitte. Ja. Joko, möchtest du einen Bienenstich vielleicht? Nee, habt ihr Butterstreusel da? Ihr könnt mir sehr gerne schon ein Ergebnis sagen. Weil ihr hattet ja jetzt eine Dreiviertelstunde Ich bin Zeit. Mir unsicher. Irgendwas zwischen 30 und 40 Stundenkilometer würde ich tippen. 30, 40. Das wäre so gut. Das wäre total witzig, oder? So. Vielen Dank schon mal, ja. Ja, ich dachte, dann geht's schneller. So werden wir hier irgendwann mal rausgezogen vom Arzt. So, ihr habt jetzt gestoppt, nur falls ihr keinen Unterschied merkt. Also ehrlich, das wäre doch was für Daniel Aminati hier. Zieht ihn zu Millionen. Vielen herzlichen Dank, Ivo. So, vielen Dank, Ivo. Schuhe aus. Also wirklich. Ja, ist logisch, oder? Ja, 2 km/h, fertig. Meinst du so viel? Ja. 2 km/h? Ja, ja. Ein. Ihr sagt beide eins. Und das ist richtig. Punktlandung. So. Naja, gut. Gut, also, ihr müsst jetzt sehr aufmerksam sein, denn wir kommen zur Runde Nummer 4. Gut. Die Frage lautet... Die Frage lautet, war das Sido? Wie lang... Stop it. Wie schnell war der Flitzer, als er an euch vorbeigeflitzt ist? Wir haben das hier gemessen. Geschwindigkeitsflitzerblitzer. Gut. Erzählt uns doch ganz kurz mal, was glaubt ihr, geschwindigkeitsmäßig? So ist der ungefähr gelaufen. Ja, ne? Kann ich schwer einschätzen. Der hatte nichts an. Würdest du noch mal nackt? Naja, den habe ich, der war. Sorry, aber der lag auf der Straße. Was sagst du? Ich habe nur dran gedacht, als ich eben auf dem Laufband stand, ne, und das waren, wie viel haben wir gesagt, 14? 17. 17. Da bin ich wirklich gemütlich gejoggt. Und der wollte schnell wieder weg. Und der war schneller. Der war definitiv, also von... Der war nicht schneller. Doch, von der, ja, nee. Man muss praktisch auch den Eindruck noch abrechnen, weil man hat sehr schnell weggeguckt und das ergibt natürlich so ein Bild. Ach so, gegenläufig sozusagen. Gegenläufig, weißt du, dass das... Also deine Kopfbewegung gegen die Geschwindigkeit, okay, jetzt verstehe ich. Nee, das erklärt vieles. Nee, aber nochmal, ich glaube wirklich. Ich brauche irgendeine Zahl von euch. Der hatte so rot-blonde Schamhaare. Was sagst du? Entschuldigung, habe ich das gerade. Und der hat den Link alles nochmal durchgegangen in der Brust. Kopf. Das habe ich nicht. Ich habe nur gelesen, was er auf dem Rücken stehen hatte, weil ich dachte, du fragst, was hat er auf dem Rücken stehen? Das ist doch gar nicht das Spiel, wie du fragst. Nein. Aber kann ja sein, dass ich bei den Regeln wieder nicht richtig aufgepasst habe. Aber was sagst du? Naja, 12 oder was? Nee, das ist mehr Klasse. Ich war eben, weil das Ding ist... Sag doch einfach irgendwas. Ja, ich will es doch nur herleiten, wenn ich einfach sage 16, sagst du, nee, ist zu viel. Nee, wenn du sagst 16, dann machen wir das. 16. Ja, ist okay. 16. Du sagst 16 Stundenkilometer, ist eingeloggt und unser Flitzer war 24 Stundenkilometer schnell.
Ja, 20 Stundenkilometer schnell. Das heißt, eine Differenz von 8, die ziehen wir von den verbleibenden km/h, die ihr noch auf eurem Konto habt, ab und landen dann bei 6. Hui. In Runde 5 dürft ihr also nur 6 km/h Unterschied haben zu der eigentlichen Geschwindigkeit, sonst ist das Spiel verloren. Und wir kommen zu Runde 5. Das war ein schwieriges Spiel, ne? Also ich meine ja, jetzt... Nicht einfach, aber jetzt kommen wir zu Runde 5. Also jetzt der alles entscheidende Punkt. Und wir nennen das den schnellsten Bürostuhl der Welt. Und nur einer von euch beiden darf diesen Bürostuhl ein einziges Mal fahren. Dann müsst ihr einschätzen... Joko. Na, hier Joko. Security, abführen. Sag mal, hackt's. Warte mal, ganz kurz. Bevor ihr euch da in Rage das redet. Das gibt's ja gar nicht. Also, der Bürostuhl startet hier. Da vorne seht ihr eine Lichtschranke. Die Geschwindigkeit, die wir dort messen, das ist die, die ich von euch gerne hören möchte. Okay, okay, okay. Gut, Joko, du fährst, haben wir ja geklärt gerade. Komm, jetzt hin. Ey, ach nee, das ist... So, hinsetzen. Gib mir deine Brille. Nein, okay. Nein, wieso? Aber die haben gesagt, Joko. Zwei Leute haben Joko rein. Hier sitzen 1100 Menschen im Publikum. Wer möchte, dass Joko fährt? Mach die Ellbogen hoch. Bitte, ja. So, warte mal ganz kurz. Also, zwei Sachen sind ganz wichtig. Hör du jetzt auf, mir zu sagen, wie ich mich hier reinzusetzen habe. Mach die Ellbogen hoch, das kommt da raus. Nein, hör zu. Folgendes. Nee, bevor du jetzt mich nicht mehr an, die ganze Sendung nicht, okay? Privat schlecht drauf. Pass auf. Ich hatte keinen Bock, das zu machen. Als er das erklärt, das hatte ich gehofft, dass Klaas ganz mutig sagt, oh, das mache ich. Hätte ich auch, aber jetzt ist vorbei. Also, ich mache die Dinger gleich scharf, wenn man zu, Joko. Dann musst du Folgendes machen, du greifst beide Griffe. Joko, das ist beschiss, und es gibt einen Countdown. Am Ende des Countdowns gibt es ein Geräusch und du drückst beide Griffe zur gleichen Zeit. Okay? Ist ganz wichtig. Joko, zur gleichen Zeit. Joko, lass dich nicht verarschen. Du weißt, was gerade an der Seilwinde passiert ist. Das funktioniert nicht. Das ist langsam wie eine Ente. Pass auf, Joko. Ich mach das Ding scharf. Warte mal. Enten sind langsam. So, Stift 1 ist raus. Ja, ja. Pass auf. Klaas, komm mal weg. Ja, nicht, dass ich mich noch verletze. Ne? Stift 2 ist raus. Und warum kriege ich abermals keinen Schutz? Das muss langsam sein. Ja. Das macht keinen Sinn. Klaas, nee, als Tipp, Klaas. Ja. Die Geschwindigkeit, die dort vorne gemessen wird, das Nimm ist die, die ich brauche. Jetzt, ja, also, verstanden. Countdown zählt runter, dann gibt es ein Geräusch, dann drückst du bitte beide zur selben Zeit. Und wir sind gespannt, was passiert. Ja, ich vermute, nicht da rumspielen. Bist du bereit, Joko? Ja, nicht rumspielen. Thrill Seeker. Bist rumspielen. Du bereit? Ja? Okay, dann kommt hier dein Countdown für Runde 5. 5, 4, 3, 2, 1. Komm, voll gut. Alter. Aber cool, Anfang, oder? Am Anfang denkt man noch, ah, okay. Hier, deine Brille. Aber Bock macht's doch. Ja? Also jetzt würde ich es gerne nochmal machen. Jetzt würde ich es gerne nochmal machen. Ist da noch eine zweite Ladung drin? Nein, leider nicht. Leider nein. Aber du hast ja eben ungefähr einschätzen können, wie schnell er war. Hast du irgendein Gefühl? Ja, sagst du denn? Da sagst du ja, nee, also sagst du oft schon, sagst du oft schon in Autos beispielsweise. Ja, aber der 6 km/h Unterschied. Ja, ich weiß. Ja, ja. Das Problem ist, der braucht einen ganzen Moment, bis er Geschwindigkeit aufgenommen hat. Ja, genau. Aber wie schnell ist jetzt am Ende? Weil du eher so, oh, das wird immer schneller, das wird immer schneller. Also ich könnte das richtig einschätzen, weil man das ja so auch schon mal so im Fernsehen gesehen hat, wenn das jetzt gegen einen massiveren Gegenstand gegangen wäre. So war das halt. Und wenn ich dann noch so schwarz-weiße Striche am Arm hätte und am Kopf so einen Kreis, ne, und dann... Ja. Das wäre besser gewesen. Tut mir leid, dass das jetzt nicht hier heute drin war. Naja. Ich sag 35. Ja, ist eigentlich ein guter so Mittelwert. Es ist ja 6 hin und her. Mal gucken. 35 sagt ihr, das heißt, bis 41 würde gehen, zurück bis auf 29. Ja, kommt und es dann waren ja, haben wir jetzt auch gerechnet. Ja, dann 24 km/h, damit liegt ihr weit drüber und habt dieses Spiel verloren. Ich hatte 21, 29, fuck! Wieso hatte ich jetzt gerade 21? Egal. Das war mega peinlich. Das war sehr peinlich. Boah, das war der peinlichste Moment der ganzen Sendung, wie er sich gerade gefreut hat.
Oh, wie blöd muss man sein, vorher noch mich da so in die Ecke stellen, dass ich nicht rennen kann.